Es gibt nichts Größeres für einen Künstler, als ein Objekt ins All schießen zu dürfen. Ich hatte exakt 54 Stunden Zeit, diese Rakete mit maximal 1000 Gramm Farbpigmenten zu bemalen. Man muss wissen, dass bis 1992 überhaupt keine Zivilperson jemals Baikonur betreten durfte. Ich war eigentlich der erste Zivilist, der überhaupt hin durfte, hatte natürlich auch mit all diesen Geheimhaltungsmodulen zu tun, hab dann aber am Anfang schon gemerkt, dass mit der Öffnung, mit dem Verblassen der ehemaligen Sowjetunion und dem Hinwenden nach Europa oder überhaupt sich der Welt zu öffnen, ich sehr viele Geschichten, Anekdoten und vor allen Dingen auch die Wurzeln bekommen habe, wo sich überhaupt kein Mensch vorstellen konnte, dass sowas überhaupt existiert. Meine wertvollsten Stücke von Gagarin. Eins von seinem ersten Flug, nachdem er wieder runtergekommen ist, ein Teil seiner Bremsrakete signiert. Unterzeichnet wurde 1961, und zwar zwei Tage, nachdem er wieder gelandet war. Der Missionshelfer hatte damals ein Stück von der Bremsrakete abgebrochen und hat sich das dann von Gagarin signieren lassen. Diese Flasche habe ich gehütet wie mein Augenschatz, weil an dem Tag eigentlich noch mal ein alter, verblasster Held noch mal neu nominiert worden ist. Monate später abgestürzt ist und somit auch der Held meiner Kindheit oder der Held Millionen Kinder auf dieser Welt gestorben ist. Haben sie nach seiner Nominierung getrunken und ich habe sie aus der Hand der Familie Gagarin bekommen. Ich will das auch in Hände weitergeben, die das zu schätzen wissen, die diese Geschichten daran zu schätzen wissen und die vor allen Dingen auch mitbekommen, dass diese Teile schon mit einer großen Emotionalität zu mir gekommen sind. Mir ist natürlich klar, dass all diese einzelnen Teile, die ich jetzt mitgebracht habe, über fast 10 Jahre gesammelt sozusagen und aus der Sowjetunion mit hergebracht, so tiefe emotionale Bindungen zu den Vorbesitzern haben, dass sich auch jeder Neubesitzer im Klaren sein muss, dass er auch Geschichte, Familiengeschichte mitnimmt.